Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Körperpflege. Im heutigen Video will ich, wie man vielleicht schön erkennen kann, ich bin wieder im Badezimmer, will ich euch was zeigen, was also ein bisschen, wie sagt man so schön, labbrig, flüssig ist, wozu man vielleicht doch mal ins Badezimmer wieder gehen sollte, um die Sache zu machen. Was ich heute euch zeigen will, ist, wie beim letzten Mal eine Haarkur, oder besser gesagt, diesmal keine Haarkur, sondern eine Haarspülung. Das ist auch empfehlenswert, denn wie schon beim letzten Mal erwähnt, benötigen unsere Haare auch eine intensive Pflege. Nicht nur unser Gesicht, unser Körper, sondern auch mal die Haare. Denn diese werden natürlich auch wie jedes Mal, wie ich schon beim letzten Mal erwähnt hatte, doch sehr beansprucht. Ob es jetzt eine Mütze ist, ob es die Umwelt ist, ob es sogar das Waschen ist und, und. Darum benötigt, wie gesagt, unser Haar auch Pflege. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will euch heute zeigen, wie man eine, sagt man so schön, Zitronen- oder eher gesagt Säurespülung macht, also jetzt nichts Säurehaltiges, sondern Zitrone hat einen kleinen Anteil von Säure. Und also für Leute, die jetzt helles Haar haben, benutzen bitte Zitronensaft. Und die Leute, die dunkles Haar haben, benutzen dann doch lieber Essig, am besten Apfelessig mit Wasser, also Wasser verdünnt. Das gleiche Prinzip, bloß immer wird es geändert, entweder helles Haar benutzt Zitronensaft, und zwar eine Viertel dieser Tasse Zitronensaft. Und bei Leuten, die dunkles Haar haben, ein Viertel so einer Tasse Essig. Dazu kommt hinzu noch Wasser. Wieder so ungefähr so eine Tasse. Davon eine halbe Tasse natürlich. Und diese werden dann, habe ich mal schön ein Glas genommen, wo ich das vorführen kann. Hoffentlich erkennt ihr das. Habe ich noch einen Löffel, was man wahrscheinlich gar nicht gehört hat. Also wir nutzen jetzt einmal, sage ich mal, jetzt mein Haar. Ich weiß, sieht nicht gerade hell aus, aber das täuscht. Ich habe eigentlich blondes, helles Haar. Nehmen wir einmal Zitronensaft und natürlich das Wasser noch. Das wird gemischt. Dazu benutzen wir einen Löffel, ganz einfach. Habe ich jetzt so entschieden, dass es doch gut gemischt ist. Und dann wird das Ganze eigentlich nur, wie sagt man so schön, einfach nur raufgegossen. Und dann lassen wir das Ganze ganz kurz einwirken, weil das kann man nicht irgendwie auftragen, ohne dass es runterläuft. Denn dafür ist es doch ein bisschen zu wässrig. Das mache ich ganz kurz. Also ich gehe kurz down und das kurz über meine Haare gießen. So, also hoffentlich erkennt ihr es, also ich tropfe jetzt ein bisschen. Das Ganze lassen wir, müssen wir besser gesagt, nicht so lange. Warte kurz. Das Ganze müssen wir nicht allzu lange einwirken lassen, denn es soll ja nur kurz eine Spülung sein. Das heißt, wir tropfen das so rüber, lassen das vielleicht eine Minute drauf und können es danach wieder abspülen lassen. Kleinen Moment, ich brauche doch ein Handtuch. Deswegen habe ich obenrum, wie man vielleicht erkennen kann, nicht wirklich was an. Denn ich wusste, dass ich doch ein bisschen rumklicken werde. Hoffentlich macht es euch natürlich nicht aus. Was der Sinn und Zweck, oder besser gesagt, wofür wir dieses machen, also hier diese Zitronensaft oder Essig, und zwar soll es nachher
den Haaren mehr Glanz wiedergeben. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Und ja, also knapp eine Minute, kann auch mehr oder weniger sein. Also es schmeckt immer wieder aufs Gleiche, nicht wirklich. Also empfehle ich euch, das nicht zu probieren. Könnt ihr zwar machen, aber ist nicht wirklich empfehlenswert. Ich gehe kurz hier runter und spüre das Ganze natürlich aus. Dazu noch ganz kurz hier das runter. Bitte nicht meinen Körper anschauen, ich weiß, der ist nicht prickelnd. Spüre das Ganze natürlich aus. Mit lauwarmem Wasser. Und natürlich Handtuch. Abtrocknen. So, dann wieder hoch. Was ich vergessen hatte zu erwähnen war, bevor wir natürlich diese Haarspülung reinmachen können, benötigen wir feuchtes Haar. Also das heißt, es darf nicht trocken sein, sondern wir sollten vielleicht doch davor mal geduscht haben oder die Haare gewaschen haben, bevor wir das Ganze dann überhaupt in die Haare gießen können. Und wie ihr sehen könnt, ich weiß nicht, ob man das jetzt durch die Strahlung vielleicht nicht erkennen kann, aber wie ihr vielleicht doch sehen könnt, ist, dass mein Haar etwas glänzender ist. Und ja, ich empfehle es euch. Probiert es einfach aus. Ich kann es nur empfehlen. Und hoffentlich hat dieser Tipp natürlich euch geholfen oder fandet den doch gut. Und ja, also von meiner Seite war es jetzt auch. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und schaltet wieder ein bei Körperpflege. Also dann bis zum nächsten Mal bei The Count 99. 0